UNESCO-Weltkulturerbe Zollverein. Die ehemalig größte Zeche auf Erden, hier im Essener Nordosten, Katernberg, steht sie. Zollverein ist ein Gesamtkunstwerk, es ist ein Stück Industriekultur und eines der krassesten Sachen, die wir zu bieten haben in Deutschland. Wenn du jemanden fragst, in, keine Ahnung, Greifswald, rede über Essen, sagt der Zollverein. Redest du mit irgendeinem Bruder in Lörrach? Er sagt, der Zollverein. Und hier steht sie. Komplett modern, gestaltet das Ganze, Flachdächer. Und damals wollte die Stadt Essen das gesamte Konstrukt ja abreißen. Einige Politiker, zum Beispiel Herr Zöpel, andere auch von der IBA, Emscher Park etc., haben sich hier dazu entschieden, das Ganze zu erhalten, und jetzt ist es Weltkulturerbestatus und zieht mehrere tausend Besucher an. Dort haben wir das Ruhrmuseum, dort vorne, Red Dot Design Museum, Ich will das Ganze hier ein bisschen videografisch mal festhalten und zeigen, was wir hier haben. Da seht ihr Museum, und man fährt dann mit einer Rolltreppe hoch und bearbeitet das Museum von oben nach unten. Auch das gilt als revolutionär und wirklich eine, ja, es war einfach die Idee schon dahinter, ein Glanzstück. Das ist Zollverein, die einzelnen Schachtanlagen und klar hier der Förderturm, der Zeche. Kohle wurde gefördert, die dann nachher in die Stahlwerke transportiert wurde für die Verarbeitung. Ich bin hier reingekommen, hier ist der Eingang, da einer der Eingänge, Förderturm, das hier ist halt die Schachtanlage 12, dieser Bereich. Dann haben wir hier Schacht 1, 2, 8 in diesem Portal. Und dann haben wir hier noch die ganze Kokerei. Das ist alles noch erhalten und begehbar. Krasses Gesamtkonstrukt, krasse Industriekultur hier in Essen. Zack, der Förderturm. Joa. Die orangene Rolltreppe, mittlerweile Hopper. Auf ins Ruhrmuseum. Alles übers Ruhrgebiet findest du dann dort. Geisteskrank. Das Ruhrmuseum hat doch etwas länger als gedacht gedauert. Wie man sehen kann, ist es jetzt schon ein bisschen dunkler. Was ich nur zeigen will, das ist der Kokereibetrieb. Also die Kohle wurde halt gefördert. Und dann wurde sie halt zu Koks weiterverarbeitet. Und das Koks ist noch besser geeignet für die Stahlerzeugung, für die Stahlwerke. Und das wurde dann in der Kokerei da alles gemacht. Hier waren übrigens die Kohlewäsche, weil die Kohle muss ja auch gewaschen werden, bevor sie dann zur Kokerei gelangt. Unterschiedliche Schachtanlagen, Tiefbau bzw. Tiefschächte, nicht so stollenweise, wie wir es im Ruhrtal haben. Hier ist Tiefbohrung. Ja, Doppelkopf, Turm, Zollverein, einzelne Schachtanlagen und ein krasser Blick über die Skyline von Essen. Also das Ruhrmuseum lohnt sich definitiv, ein geisteskranker Ort. Hinten sehen wir noch Gasbehälter, ehemalige, und ich kann gar nicht mehr so viel sagen, weil ich schließe hier gleich. Chemielandschaft, herrlich. Jo, ihr seht, es ist ein neuer Tag, aber es gab so ein paar Sachen, die konnte ich nicht einfach so stehen lassen. Deswegen nochmal zurück hier auf dem Ruhrmuseum. Man hat hier nämlich einen fabelhaften Blick auch auf die Kokerei nochmal und auf Gelsenkirchen, auf das Panorama, auf das Stadtpanorama von Bottrop und das Stadtpanorama von Essen. Das sind nochmal die Sachen, die mir so auf der Seele brannten, aber jetzt ist gut.